Gereiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Ja, der eine oder andere hat schon die Shorts gesehen. Was ist da wieder los? Und zwar, ich will euch mal den Erfahrungsbericht geben von einem ehemaligen Kleinunternehmer, der schon mehrfach, ja, also nichts angefangen hat und mit 0 Euro oder sagen wir mal mit 50 Euro halt, er hat Unternehmen aufgebaut, hat gesagt, jetzt mal eine kleine Firma, Unternehmen ist ja schon nicht noch, naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe schon, also es geht um mich, ne, hallo, bin der Action. ich hatte vor, ja, meine erste Firma hatte ich gegründet, da war ich noch nicht mehr, weiß nicht, ob ich da schon 16 war, also da mussten, glaube ich, meine Eltern auf jeden Fall noch mit unterschreiben, ne? Da ging das schon los bei mir. Und ja, war halt immer ein bisschen selbstständig. Ich war Autohändler, was war ich noch? Simson-Ersatzteilhändler. Dann die Platinengeschichte, worum es jetzt geht, was ich da jetzt eben geändert habe und so. Und ja, das ging einfach immer, ne? Ich habe halt Gewerbe angemeldet und angefangen, irgendwas zu machen. Das geht jetzt nicht mehr, ne? Also es geht schon länger nicht mehr. Mir war das aber so nicht ganz bewusst, da jetzt dann die Firma pleite gegangen ist, sag ich mal, habe ich jetzt erst so darüber nachgedacht, was das überhaupt bedeutet, das Ganze. Und zwar ist es so, wenn ihr jetzt online irgendwas verkaufen wollt, ob jetzt eBay oder das spielt ja keine Rolle, müsst ihr eine Abfallgebühr bezahlen für die Sachen, die ihr verkauft. Also ich rede jetzt nicht von der Pauschale für eure Verpackungen, das ist klar, ne? Aber, achso, muss man dazu sagen, wenn ihr was herstellen wollt, ne? Also Hersteller, ihr müsst normal, wenn du was weiterverkaufst, müsst du nur die Verpackungsgebühr bezahlen. Wenn du aber Hersteller bist, also ne, wir sagen jetzt mal, wie in meinem Fall, dass man ja so kleine Platinen, kleine Bausätze, ne? Was weiß ich, eine Kippstufe oder was hat man noch, Bedini, Akkuerfrischer und so. So kleine Bausätze mit gekauften Teilen, ne? Alles schon bezahlt und etc. Musste ich, weil das ja ein neues Gerät ist, die Gebühren dafür bezahlen. So, und die Gebühren für so ein neues Gerät, was einfach nur Bauteile sind, beträgt Minimum, ist die Mindestjahresmenge, ich glaube eine halbe Tonne. Und die halbe Tonne oder 0, ich weiß es nicht genau, also ungefähr eine halbe Tonne war es oder eine Tonne sogar, kostet 600 Euro. Ne? Also die kostet ein bisschen weniger, es hat noch Bearbeitungsgebühr, also mal grob 600 Euro. Ich kann euch, ich werde euch wahrscheinlich mal die Rechnung dann nochmal einblenden. Und natürlich geschwärzt. Und ja, wie will man jetzt als Kleinunternehmer, sagen wir mal, ich du jetzt eine Schaltung, was weiß ich, aus dem Schuldief oder so, mach mal halt, ne? Und du das halt irgendwo bei eBay oder so anbieten, dann muss ich so viele Schuldiefs verkaufen, dass ich 600 Euro plus Bearbeitungsgebühr, also im Jahr sind das eher so 800 oder so, 800 Euro erstmal an das deutsche Recycling zahlen muss, ne? Sonst wäre schon eingesperrt. Also sag mal, du verdienst. Na, also ich bin ja ein Unternehmer, der die Leute nie abzocken will. Ne? Ich bin ja ein Vollidiot. Ne? Sagen wir mal, ich hatte bei so einem Akkuerfrischer 1 Euro. Also da muss ich erstmal 600, nee, sagen wir mal 800, 800 Akkuerfrischer im Jahr verkaufen, damit ich plus minus 0 bin. Ne, da bin ich immer noch nicht plus minus 0. Da kommen ja noch die anderen Freunde vom System, die dann immer die Hand aufhalten. Ne? Also kannst du abhaken. Also der Zug ist abgefahren, vielen Dank deutsches Recycling, dass ihr eure schöne Seite mir gezeigt habt. Ne? Ihr habt es geschafft, ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Alle Mitarbeiter, die beim deutschen Recycling arbeiten, ihr seid der Grund dafür, dass ihr alle Kleinunternehmer oder kleine oder Jugendliche, die anfangen wollen, was unternehmerisch zu machen, das habt ihr kaputt gemacht. Ja. Mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ich hoffe, die Frau Anja Lange geht immer mit freudigem Lachen auf Arbeit, um weiterhin Deutschland kaputt zu machen.